Hallo, willkommen zurück bei Nerdfallmedizin. Heute bin ich in Graz, Österreich und interviewe Simon zu unserem neuen Paper, das wir geschrieben haben. Das heißt SOP, die prähospitale neurologische Untersuchung. Glaube ich, halt, habe ich jetzt richtig gesagt. Mhm. Ne? Simon arbeitet an der Uniklinik für Neurologie in Graz und hat auch ganz viel Erfahrung als Rettungsmediziner im Rettungsdienst. Und ja, so hat sich das irgendwie ergeben, dass wir da gemeinsam das Paper zu dem Thema schreiben. Aber gar nicht so viel zur Einleitung. Ich fange gleich mal an. Simon, wenn du auf der neurologischen Intensivstation oder in der Notaufnahme Patienten vom Rettungsdienst kriegst, neurologische oder als neurologisch angekündigt, was sind denn da so die Probleme, die dir auffallen? Was hast denn du da erlebt, wo du sagst, da wäre eine SOP doch eigentlich ganz cool? Also man merkt, dass die Qualität der Übergaben, ich meine, wahrscheinlich generell in der Medizin wahnsinnig unterschiedlich ist, aber das, was im neurologischen Bereich wir meistens sehen, ist, dass halt auch ganz viele überhaupt nicht einschätzen können, welche Untersuchungsschritte jetzt irgendwas bringen, welche nicht, was zu viel ist, was zu wenig. Und wir sehen sowohl Patienten und Patientinnen, die zum Beispiel nach einem epileptischen Anfall einfach vollkommen ohne jegliche Untersuchung uns quasi in Notaufnahme reintransportiert werden. Und dann aber wieder Patienten und Patientinnen, die einen Schlaganfall haben, die ausführlichst untersucht worden sind bis zum letzten Patellaseelenreflex oder was auch immer, was einfach präklinisch auch Zeit kostet und was den Patienten Zeit kostet. Und dass es einfach ganz vielen schwerfällt, zu sagen, was jetzt eigentlich relevant ist. Was ist für mich in der Akutsituation sowohl präklinisch als auch theoretisch klinisch relevant, aber vor allem, weil es dann auch in Bezug auf die Wahl des Transportziels, das Ziel Krankenhaus ist relevant. Das ist total spannend, dass du das sagst. Das ist mir, wenn ich als Notarzt fahre, auch schon auffallen. Oder wenn man jetzt eine spezielle Fragestellung hat und die neurologischen Kollegen in der Notaufnahme dazuzieht, finde ich es ganz schwierig, was ist denn relevant? Ein Meningismus okay, irgendwie wenn er die linke Hand nicht bewegen kann, auch okay, oder wenn er nichts mehr sieht oder nicht mehr reden kann, das ist ja alles einfach. Aber welche Untersuchung ist denn relevant? Ich finde auch, dass unsere neurologischen Kolleginnen und Kollegen gerade in der Notaufnahme relativ stark unterschiedliches Untersuchungsschema haben, wie sie es angehen, wie genau sie welche Reflexe und so weiter untersuchen. Das finde ich schon spannend. Jetzt haben wir uns ja überlegt bei dem Paper, wie kann man das in der Präklinik möglichst strukturiert machen, also nicht nur linke Hand nicht bewegen, danke, tschüss, aber gleichzeitig eben nicht die Leute da aufzufordern, irgendwelche Reflexe zu klopfen, die man wahrscheinlich auch gar nicht gut erheben kann, ne, denke ich. Blutzucker, ABC, okay, aber was sonst, Simon? Wie läuft dieser Algorithmus, den wir da vorschlagen? Ich glaube, das, was du jetzt zuletzt gesagt hast, ist einmal das Wichtigste. Also bevor ich irgendwie anfange, einen Patienten neurologisch zu statuieren, muss ich wissen, wie schaut es im ABC aus, ist der Patient hypo, hyperton, hat er vielleicht einfach nur eine Hypoglykämie oder irgendwas anderes. Das ist einmal die Grundvitalfunktionen einmal sinnvoll quasi abgeklärt habe. Und es dann geht es in erster Linie darum, jetzt neurologisch dazu differenzieren. Und wie du sagst, es gibt Patienten und Patienten, da kommt man rein, in dem Moment weiß man wahrscheinlich auch die neurologische Diagnose. Es geht halt vor allem um die Patienten und Patientinnen und es sind doch einige, die nicht so klar sind. Und da ist vor allem relevant, halt die gar nicht so vielen Teiluntersuchungen sich anzuschauen, die eine konkrete Konsequenz haben können und die auch für sich allein irgendeinen Wert haben. Und das fängt an, also typischerweise folgen wir quasi von Kopf zu Fuß, weil das da einfach irgendeinen Sinn macht. Und deshalb das ist die Reihenfolge, die wir in unserer SOB empfehlen. Das fängt an mit dem Meningismus, geht dann über zur Prüfung der Pupillen, also Anisokarie, Pupillenreflexe, aber auch ein bisschen die Frage Bulbusdeviation. Pille oben, unten, links, rechts, irgendwie gibt es da klare Deviation. Halt Blickfolge Parese oder irgendwas. Dann natürlich Facialis, ist was oft schneller mal offensichtlich ist, aber auch nicht ganz klar. Oft ist es gar nicht so richtig zu differenzieren, wenn es asymmetrisch ist, welche Seite eigentlich die Betroffene ist. Also das Klassische, wo man sagt, der linke Mundwinkel hängt, ist ja, finde ich, oft ist man sieht irgendwie, da hängt was seltsam herum, aber manchmal ist gar nicht so klar, welche Seite das ist. Nein, das ist gar nicht einfach und das ist natürlich auch ein bisschen Erfahrungssache, wobei man natürlich mit dem
grundsätzlichen Zähne zusammenbeißen normalerweise am besten differenzieren kann, wo die Motorik funktioniert und wo die Motorik eigentlich nachhinkt. Also konkret, man würde sagen, Zähne zusammenbeißen und die Zähne zeugen. Genau, so ist perfekt. Und dann sieht man immer eine klare Differenz. Vor allem die Frage ist ja gar nicht so sehr, ob jetzt in Ruhe da eine massive Differenz, aber wenn mit der Motorik, wenn sie das dann gleich anmutet oder halt deutlich nicht. Mhm. Danach, was auf jeden Fall relevant ist, ist die Sprache und das Sprechen. Wir Neurologen und Neurologinnen haben da ein bisschen an Fetisch, vielleicht diese zwei Begriffe zu differenzieren, was für uns einfach sehr relevant ist. Also eine Sprachstörung im Sinne von einer Aphasie heißt Wortfindungsstörung, ein Patient versteht nicht, Patient kriegt selber nichts raus oder hat einfach einen sehr eingeschränkten Wortschatz, spricht langsamer. Oder eine Sprechstörung im Sinne einer Dysarthrie, das heißt, der Patient spricht einfach verwaschen bis zu extremst undeutlich. Okay, das heißt, der kann seinen Satz eigentlich formulieren, der bringt ihn auch raus, nur klingt... Genau, red wie milde oder massivst betrunken zum Beispiel. Mhm. Dann natürlich quasi in dem Weg hinunter geht es dann vor allem um die Sensomotorik in erster Linie der Extremitäten. Das heißt, die beste Prüfung der Kraft sind eigentlich der Arm- und der Beinvorhalteversuch. Das sind wenn es um eine gewisse Schnelligkeit geht, die sensitivsten Untersuchungen, um zu schauen, ob da ein motorisches Defizit besteht. Das heißt, die Arme gerade nach vorne strecken und 10 Sekunden warten, ob quasi ein Absinken oder auch ein Pronieren auf einer Seite besteht. Und das Gleiche mit den Beinen, die 45 Grad hochheben, 5 Sekunden warten, schauen, gibt es da klares Kraftdefizit. Bei den allermeisten ist das sehr klar differenzierbar. Also wenn da zum Beispiel, jetzt geht natürlich sehr viel da in Richtung Schlaganfall, wenn da deutliche Differenz besteht, dann merkt man das sofort, ohne dass man dafür tun muss. Sensibilität berühren, gleichzeitig links und rechts und einfach fragen. Also nicht dieses, Unterschied ist beides gleich. Spüren Sie das, sondern wenn beide Seiten gleichzeitig berühren. Es hängt halt immer von den Patienten und Patientinnen davon ab, aber meine, oft geht es da auch um Patienten und Patientinnen, die in ihrer Aufmerksamkeit reduziert sind, die schneller mal Ja und irgendwas zu haben sagen. Das heißt, wie überall suggestives Fragen, ist das auf beiden Seiten gleich, ist natürlich nicht so sinnvoll, sondern ganz klar zu differenzieren. Offene Fragen stellen und einfach schauen, ob die Empfindung links und rechts gleich ausschaut oder nicht. Wenn man schon so weit ist, merkt man ja oft schon, ob da eine Klick oder sowas da ist, ob ein Patient auf der Seite weniger wahrnimmt, weil das merkt man schon beim Weg hinunter quasi. Mhm. Und was dann als letztes in vielen Situationen schon noch relevant sein, ist der einfachste Pyramidenbahnreflex der Babinski, an dem man einfach eine deutliche Störung der Pyramidenbahn gut sehen kann. Das ist vor allem bei bewusstseinsgedrückten Patienten relevant. Bei manchen Patienten, wo ich schon merke, dass hemiplegisch, gibt mir jetzt der Babinski keine Zusatzinformation. Aber vielleicht beim komatösen Patienten, bei unklarem Geschehen, ist der Babinski sehr wohl so hochrelevant, weil der ist sowieso schlaff auf allen Seiten. Und in dem Moment kann ich nicht sicher differenzieren, ob der jetzt schlaff ist, weil er halt einfach zum Beispiel eine schwere Intoxikation hat oder eine Basilaristhrombose. Und da hilft der Babinski sehr wohl, um zu sehen, ob da irgendein... Was wäre jetzt was? Also sag mal, ich hätte jetzt 2 Flaschen Wodka mir reingestellt und liegt da jetzt. Und was hätte ich dann für Babinski? Also, wenn ich jetzt ein GCS von irgendwas finde, also oder so. Für Babinski braucht man in der Regel wirklich eine strukturelle Schädigung der Pyramidenbahn. Mhm. Jetzt leider das Beispiel mit der Intoxikation nicht ganz ideal, weil es ja wohl bei Intoxikation auch einen positiven Begriff. Aber sagen wir jetzt in dem Fall, wo es lehrbuchmäßig... Aber zum Beispiel das lehrbuchmäßige, der lehrbuchmäßige Fall der Basilaristhrombose, den wir doch immer wieder sehen, ist der Patient, die Patientin, die komatös ist, gar nicht reagiert, beide Pupillen weit und lichtstarr, keine periphere Motorik, also eine Tetraplegie, spontan oder auf Schmerzreiz Strecksynergismen, das heißt, macht so, sowohl an Armen und Beinen, beide Babinskis deutlich positiv. Positiv heißt? Also ich kratze jetzt Babinski, man hat jetzt den Fuß, kann man es zeigen, Kann man zeigen, das heißt, ich fahre mit einem Reflex, aber muss kein Reflex sein, kann irgendwas sein, kann so sein, kann mit dem Stethoskop sein, auch, fahre so hinauf und komme hin. Einfach gerade auf, oder muss man irgendwie diesen Bogen machen? Also grundsätzlich geht man quasi von lateral zu medial, von nach oben. Und dann wieder der typische Babinski-Reflex, wenn jetzt da die Großzehe nach oben geht und gleichzeitig die anderen Zehen so ein bisschen sich zur Seite strecken. In den so. Meisten Fällen sieht man das. Das wäre dann positiv. Sehr, sehr deutlich. Bei Patienten, die eine ganz schwere Pyramidenbahn-Schädigung haben, braucht man nicht einmal irgendwas tun. Der hat schon den Babinski in Ruhestellung. Muss überhaupt nichts herumtun. Da springt man die Großzehe schon entgegen. Okay. Die anderen Pyramidenbahnzeichen gibt es noch andere Untersuchungen. Haben wahrscheinlich präklinisch keine wirkliche Relevanz. Das waren jetzt so die wichtigsten Untersuchungen.
Simon, ich würde vorschlagen, wir machen im nächsten Teil nochmal die Untersuchungen durch. Einmal schnell, du kannst das ja mir vorführen. Ich kann ja simulieren, da entweder 3 Flaschen Wodka getrunken zu haben oder was anderes erlitten zu haben. Und im Teil drauf kümmern wir uns um den zweiten Aspekt von dem Paper, nämlich auf was muss man achten, wenn man schon eine spezielle Verdachtsdiagnose hat. Weil häufig, zum Glück, hat man jetzt nicht nur den undifferenzierten neurologischen Patienten, sondern manchmal eben auch den, der schon eine Hemisymptomatik hat und wo irgendwie die Alarmierung schon Schlaganfall ist, der hat schon 3 Schlaganfälle gehabt. An was muss man da denken? Oder an was muss man denken, wenn aus irgendeinem Grund die Verdachtsdiagnose einer Blutung oder so weiter besteht? Was sind dann noch die wichtigsten Kernfragen, die die Kollegen in der Notaufnahme dann interessieren oder speziell, wenn man aus einer Notaufnahme dann auf eine neurologische Fachabteilung oder verlegt oder jemanden dazu holt, was sind so die 3 Fragen, die man da immer beantwortet haben müsste? Ja, ich denke, das war jetzt Teil 1 und dann geht es gleich weiter mit der neurologischen Untersuchung. Ciao! Ciao!